Suppe, zwei frische Forellen, Klammer auf, 350 Gramm, ausgenommen und die Kiemen entfernt, Klammer zu, 1 geräucherte Forelle, Klammer auf, 200 Gramm, Klammer zu, 80 Gramm Lauch, 80 Gramm Knollensellerie, 1 kleine Möhre, 100 Gramm Schalotten, 2 Hexaliter Öl, 50 Milliliter Wermut, Klammer auf, zum Beispiel Neulibrat, Klammer zu, 100 Milliliter Weißweinsalz, 2 Lorbeerblätter, 250 Milliliter Schlagsahne, weißer Pfeffereinlage, 70 Gramm, weiche Butter, Salz, Pfeffer, eine Frühlingszwiebel, 2 geräucherte Forellenfilets, 4 frische Forellenfilets, 2 Hexaliter, 0,12 Ei, Zitronensaft, 2 TI Schnittlauchröhrchen, 1 Hexaliter, gehackte Petersilie, 1, von den frischen Forellen und der geräucherten Forelle die Köpfe abschneiden, dann die Filets von der Mittelgräte abschneiden, Filets mit einer Pinzette entgräten, von 2 frischen Filets die Haut entfernen und wegwerfen, die Haut der geräucherten Forelle zu den Fischabschnitten legen, alle Filets abgedeckt kalt stellen, die Fischabschnitte, Klammer auf, gräten, Köpfe, Haut, Klammer zu, beiseite legen, zweitens Lauch längs halbieren und gründlich waschen, Sellerie, Möhre und Schalotten, putzen bzw. schälen, alles klein schneiden und in einem breiten Topf mit dem Öl andünsten, Gemüse darin andünsten, die Fischabschnitte der frischen Forellen zugeben und kurz mitdünsten, mit Wermut und Weißwein ablöschen und mit 11 kaltem Wasser auffüllen, Salz und Lorbeer zugeben, alles einmal aufkochen lassen, die Abschnitte der geräucherten Forelle zugeben, Hitze reduzieren und bei kleiner Hitze 20 Minuten ziehen lassen, Fond durch eigenes Sieb in einen anderen Topf passieren, Klammer auf, ergibt ca. 11, Klammer zu. Sahne dazugeben, aufkochen und auf ca. 11 einkochen lassen. Die Suppe gut durchmixen und mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Drittens, für die Einlage 6 OG Butter mit Salz und Pfeffer mit den Quirlen eines Handrührers, schaumig rühren. Frühlingszwiebel putzen und in feine Ringe schneiden. Die geräucherten Forellenfilets zerpflücken und mit einer Gabel mit der Butter vermischen, Frühlingszwiebel unterheben. Viertens, die beiden gehäuteten frischen Filets fein schneiden, vor dem Servieren mit Salz, Pfeffer, Öl, Essig, Zitronensaft und Schnittlauch mischen. Fünftens, die restlichen beiden frischen Filets in 8 Stücke schneiden, 1 Hexaliter Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Filets darin bei starker Hitze auf der Hautseite 2 Minuten braten. Fischfilets wenden, restliche Butter und Petersilie zugeben und 3 Sekunden zu Ende garen. Mit 1 Hexaliter Zitronensaft und Salz würzen. Sechstens, Suppe aufkochen, gut durchmixen und auf Tellern verteilen. Mit den gebratenen Filets in Tellern anrichten. Forellen-Tatar und Forellenbutter mit Bauernbrot dazu servieren.